Oh mein Gott, Leute, was habe ich getan? Oh mein Gott. Das ist der aktuelle Stand und ich habe noch nicht den Kleiderschrank aussortiert. Leute, willkommen zu diesem neuen Video. Wir werden morgen auf den Flohmarkt gehen, Leute. Wir werden meine ganzen Sachen verkaufen, eventuell in der Hoffnung. Ich habe mir vorgenommen, alles, wirklich alles, was ich nicht mehr anziehe, zu entfernen. Entweder auf dem Flohmarkt und alles, was übrig bleibt, kommt weg. Kommt in den Altkleider. Ich hatte im Vorhinein schon ein paar Tüten, wo ich damals schon aussortiert hatte. Das sind wirklich sehr, sehr alte Sachen. Die werde ich, denke ich mal, zum Schluss dann auf den Flohmarkt packen. Also zum Schluss rausholen. Deswegen werde ich jetzt noch den Kleiderschrank aussortieren, weil da sind jetzt so die moderneren Sachen drin. Die kommen dann in dem Koffer hier unten. Also alle Sachen, die sich noch im Kleiderschrank befinden, die kommen dann gleich hier rein in den Koffer und in die Wäschekörbe. Ansonsten sind das hier die Sachen, die wirklich schon sehr, sehr alt sind. Und Leute, ich habe mir vorgenommen, also guckt euch mal bitte den Kleiderschrank an. Ich ziehe davon wirklich vielleicht 10% an. Also, ich werde alles rausschmeißen, was ich wirklich nicht anziehe. Das bedeutet, das wird gleich nicht mehr so aussehen. Da werden dann gleich vielleicht 10, 20 Teile hängen. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich auch noch nicht. Let's go! So Leute, das ist der Zwischenstand. Hier sind so die High-Class-Sachen drin, die ich als erstes auf den Tisch legen werde. Hier haben wir zwei Säcke, wo ich eigentlich der Meinung bin, dass ich die gar nicht erst schaffe zu verkaufen, die dann wahrscheinlich zum Schluss in den Altkleider kommen. Da habe ich noch Hoffnung mit den beiden Körben. Und das ist der aktuelle Stand von meinem Kleiderschrank. Das ist die Winterabteilung. Ja, also es ist definitiv sehr leer geworden. Also es war auf jeden Fall ein extremes Ausmisten. Aber Leute, ich brauchte das. Ich wollte nur noch das Nötigste haben. Und selbst bei den Sachen bin ich mir schon unsicher, ne? Zum Beispiel mit diesem orangenen Pulli und so. Aber egal. Ein bisschen was brauche ich ja noch zum Anziehen. Zeige ich jetzt mal die Sommerabteilung. Ach so, und das ist natürlich nicht alles, ne? Ich habe natürlich auch noch ein paar Sachen in der Wäsche. Hier sind auch noch ein paar frisch gewaschene Sachen. Und das ist die Sommerabteilung. Also ist auf jeden Fall auch schon gut leer geworden. Genau. Also ich bin echt gespannt, wie das morgen werden wird. Ich gucke jetzt nochmal schnell im Keller, ob da noch was ist. Leute, ich war immer noch nicht im Keller gucken. Ich war kurz abgelenkt. Ich habe nämlich ein neues Reel gedreht, beziehungsweise kurze Videos, auch für YouTube und für TikTok. Habe ich gerade auch schon gepostet mit diesem Outfit hier. Da habe ich dann drunter geschrieben, wenn man seinen Kleiderschrank ausmistet und ein paar coole Teile findet. Ich finde, das sieht eigentlich ganz cute aus. So in Kombination mit diesem Mustershirt, sage ich jetzt mal, und mit dieser Mütze. Oder was sagt ihr? Oh Leute, das Wetter, ne? Einerseits sieht das ja wunderhübsch aus mit diesen braunen Blättern, ne? Aber wenn es dann so stürmisch ist und so regnerisch, dann ist die Mütze auf jeden Fall praktisch. Okay, ich gehe jetzt in den Keller. Der Runde. Also im Keller war nichts. Das bedeutet, wir haben jetzt alles, was wir brauchen für morgen. Jetzt müsste das eigentlich nur noch im Auto gelagert werden. Leute, wir gehen jetzt noch spontan was essen. Ich habe so Hunger, dass ich schon schlechte Laune kriege, ne? Kennt ihr das? Also Auto ist definitiv schon mal full. Ich habe jetzt hier vorne den Koffer, aber ich muss den gleich nach hinten packen im Kofferraum, sonst kann meine Freundin hier gar nicht sitzen. Ich habe die Mütze übrigens mitgenommen, Leute, weil meine Haare sind eigentlich fettig. Ich habe die versucht ein bisschen noch zu stylen mit Trockenshampoo und bla bla bla. Deswegen auf dem Rückweg, oder ich weiß nicht, vielleicht schon auf dem Hinweg, setze ich die doch wieder auf.
Ich weiß es nicht. Entscheide ich spontan. Ich muss noch schnell tanken und dann fahren wir nach Recklinghausen zu einem Italiener. Und ich denke, ich werde Pizza essen. Nein, weiß ich noch nicht, aber wir sehen uns dann gleich im Restaurant. Okay, Leute, wir sind jetzt hier im Italien. Und ich muss sagen, die Getränke, die sehen sehr, sehr delicious aus. Guckt euch mal bitte diese Kaffee-Variation an. Und ich glaube, ich nehme diesen Holunder Melissa. Weißt du schon, was du willst? Warum sieht das so lecker aus? Die haben hier sogar noch mal eine Getränkekarte, Leute. Ich finde das so schön. Wie kann man das so hübsch machen? Einfach in diese Karte verliebt. Schön. Der nächste Tag. Mein Auto ist voll. Ich habe jetzt hier noch ein paar Sachen mehr. Wir haben jetzt hier einmal noch einen Stuhl. Also wir haben jetzt gerade übrigens 8.24 Uhr. Dann habe ich hier zwei Wäschekörbe. Dann habe ich hier einmal noch einen Sack. Im Kofferraum ist noch ein Koffer und auch noch so ein Sack. Auf geht's, würde ich sagen. Ich bin gespannt, wie das dort sein wird. Jetzt fahren wir erstmal noch kurz zum Bäcker, holen uns Frühstück. Weil stundenlang ohne Essen können wir natürlich auch nicht aushalten. Ja, fahren wir mal los. Okay, Leute, aktueller Stand. Wir haben zu wenig Platz. Oder zu wenig Platz? Weil wir dürfen nur 2 Meter und wir haben ja einen 2 Meter Tisch und wir wollen aber auch noch die Kleiderstange unterbringen. Und wir dürfen aber nicht die Sachen nach vorne stellen. Das bedeutet, wir müssen die irgendwie hinterm Tisch stellen. Das bedeutet, die Leute kommen da nicht dran. Ja, aber wir haben zum Glück nicht so einen breiten Tisch. Der ist relativ schmal, sage ich jetzt mal. Also schmaler als die anderen auf jeden Fall. Und dann könnte man, wenn die Kleiderstange hinterm Tisch steht, theoretisch trotzdem noch so rübergreifen und so ein bisschen gucken. Das ist jetzt unser Plan. Wie das gleich aussehen wird, das schauen wir dann, ne? Oh, wie soll ich hier rauskommen? Das ist übrigens die Halle, wo wir gleich wieder rein müssen. Aber zum Glück haben wir gutes Wetter. Ja, stell mal vor, so Regen und Sturm. Besser, ey. Ja. Also wir fahren jetzt nochmal zum Auto und holen die Kleiderstange, falls ich dann noch nicht gesagt habe. Wo war das? Hier, oder? Ja. Auch eigentlich relativ hoch, ne? Ja. Also man kann die ja noch verstellen, ne? Ja, aber hoch ist ja besser. Ja. Dann können wir über den Tisch schreiben. Ja. Und da müssen wir hin. So, sagen wir, jetzt geht's gleich los. Wir sind noch kurz auf Klo gewesen. Wir haben schon draußen die Schlange gesehen. Also eventuell könnte das was werden heute. Eventuell. Und bist du motiviert? Das ist nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. Wir wollten heute reich werden, aber hat nicht funktioniert. Leider nicht so ganz. 1 Euro. Tja, ist nicht mehr so viel los, ne? Schade. Aufgegessen. Jo. Okay, Leute, wir machen jetzt ein Päuschen. Wir sind gerade bei Mc's. Es gibt Chicken Nuggets, Cola Light, Feierabendessen. Feierabendessen, genau. Also ich muss sagen, für mich hat es sich nicht ganz gelohnt. Wenn man die Standgebühr noch abzieht, hätte besser laufen können. Aber nächstes Mal gehen wir zu einem anderen Standort und wir wissen schon, was wir besser machen können. Erstmal mehr Stangen benutzen, dass die Leute die hängenden Sachen sehen, weil alles auf dem Tisch ist halt auch kacke. Was wollen wir noch anders machen? Diese 1-2 Euro Kiste, die wollen wir von Anfang an halt schon hinstellen. Ja, sonst war eigentlich nicht schlecht. Vielleicht noch ein paar Gummibärchen, um die Leute anzulocken. Es geht doch nichts über McDonald's. Mhm. So, wir haben mittlerweile schon ein bisschen später. Ich habe das Video schon geschnitten
Und mir ist aufgefallen, ich habe kein Ende gedreht, deswegen ist das jetzt hier das Ende. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wir werden definitiv nochmal auf einen Flohmarkt gehen und gucken, ob es da besser läuft für uns oder für mich. Weil die ganzen Sachen wieder nach Hause schleppen und in meinem Schrank räumen, das werde ich mit Sicherheit nicht tun. Also die kommen dann, wenn es beim nächsten Mal auch nichts wird, wirklich auf den, ich würde sagen, auf den Sperrmüll, nee. Die kommen dann definitiv im Altkleider, wenn es nicht klappt. Und dann wird neu geshoppt, Freunde. Also, falls ihr wissen möchtet, was ich mir zulegen werde diesen Winter, dann vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Das nächste Video habe ich auch übrigens gerade abgedreht. Ich zeige euch mal einen kleinen Sneak Peek. Das ist der Sneak Peek. Das ist übrigens ein Ipanema und kein Caipirinha, falls sich das gerade jemand fragt. Also alkoholfrei. Und ich werde jetzt noch auf TikTok live gehen. Also Freunde, bis zum nächsten Video. Tschüss.